So, gib mir mal dein scheiß Tagebuch. TikTok, dankeschön. Beste Info. Beste Info. Müssen wir... War da eine Uhr? Auf der weißen Tür. Du musst die Ziffernblätter aus dem Raum mit den Uhren im Haus abstimmen. Was bedeutet abstimmen? Ich erkenne hier halt einfach keine Gemeinsamkeit. War da eine Uhr, also hier im Raum? Weiß ich nicht, ob hier in dem Raum noch eine Uhr ist, also zwischen den anderen Uhren. Was meinst du genau, Oma hat? Guck auf die Tür. Ist eine Uhrzeit. Ach so, die Uhrzeit brauchen wir, die hier auf der scheiß Uhr steht. Aber das ist doch die, die ich am Anfang getradet habe. Oder? Warte mal, das ist doch die, die ich... Scheiße, wo hab ich denn hingelegt? Hier, oder? Das ist doch genau die Uhrzeit. Die weiße Tür im Raum, die zu ist. Ach so, das Drecksziffernblatt brauchen wir, okay. Gott sei Dank ist Oma hat die am Start, Alter. Ich bin einfach zu dumm für sowas. Wir brauchen kurz vor 17:15 die Uhrzeit. Kurz vor 17:15. Das nicht. Warte mal, hier drüben war doch irgendwo noch eine. Die auch nicht. Obwohl, doch, warte mal, die ist es doch. Oder? Nee. Die ist irgendwie anders, aber die nehmen wir mit. Was haben wir hier für eine? Die ist eh falsch. Das ist nicht die richtige, ne? Nee. So, und die Uhrzeit, die da ist, muss irgendwo hingebaut werden. Ich glaube, am Eingang des Raumes oben ist auch eine Uhr. Und da muss die hin, glaube ich. Aber um die zu bekommen, musst du mit vielen Uhren, auf der Map verteilt sind, rumtauschen. Warum muss ich denn rumtauschen? Warum kann ich denn nicht einfach dieses scheiß Ziffernblatt da reinpressen? Keine Angst mehr, du Lappen. Du kannst mich mal. Bin das gar nicht mehr so gruselig. Blöder Wichser. Eigentlich habe ich Gänsehaut und war erschrocken. Aber ich sag's nicht. War hier hinten noch eine Uhr? Guck mal am Eingang zum Uhrenraum. Okay. Eingang zum Uhrenraum. Hier ist ein Fernseher. Achso, hier ist auch eine Uhr, ja. Da muss, glaube ich, die gleiche Zeit hin, wie die weiße Tür hat. Aber Eingang vom Uhrenraum. Aber hier ist doch keine Tür. Keine Uhr. Eingang zum Uhrenraum. Aber da kann ich doch nichts reintun in der Uhr. Hier, ich könnte ja doch nichts machen. Und hier ist es auch 17:15. Halb eins. Ja, ich schnall's halt auch nicht. Ich habe mir ein kurzes Video angeguckt und der hat einfach nur Ohren getauscht und ich habe den Sinn dahinter einfach gar nicht verstanden. Aber ich habe es mir halt auch ohne Ton angeguckt, muss ich ganz klar mal dazu sagen. Ach, mach doch jetzt nicht die Lichter aus. Digi, mach nicht diesen. Ich gehe einfach wieder raus. Hier ist, glaube ich, eh keine Uhr. Du kannst mich mal. Wieder Penner. Ein wildes Uhren rumtauschen kann ich mich auch erinnern. Ja, danke. So geht's mir auch. Aber mehr Uhren haben wir doch nicht. Das sind doch alle, oder? Haben wir noch irgendwo eine Uhr? Wir haben ganz am Anfang des Raumes, haben wir, glaube ich, noch eine Uhr gehabt. Hier ist noch eine. Aber das ist auch eine Uhrzeit, die uns einfach gar nichts bringt. Dachboden ist noch einer. Okay. Hör auf zu klopfen. Niemand lässt dich rein.
So, gut, dann gehen wir auf den Dachboden. Uhr war bei dem Gang, bei dem Tresor. Und auf dem Dachboden ist einer. Oh, beim Tresor haben wir auch nicht geguckt. Das ist mein Lieblingsraum. Da gibt es immer so viele dunkle Gänge. Ach, geh doch weg! Geh doch einfach sterben, Mann! Ach. Oh, das ist die. Okay, perfekt. Dankeschön, Nakumi. Hier haben wir schon mal das Ziffernblatt. Kurz vor 6. Perfekt. Das ist jetzt das Ziffernblatt, was unten an der Tür ist. Aber wo muss das jetzt hin? So. Das ist schon mal das richtige Ziffernblatt. Zumindest für die Kapptür. Lauf, Schlampe! Lauf! Was machen wir damit? Lass ich das jetzt einfach hier rein? Gleich, wenn du runtergehst, geradeaus. Einfach hier unten reinstopfen, oder was? Geht nicht. Rechts in das Vogelhaus. Habe ich gemacht, aber die geht trotzdem nicht auf. Und dann Küche. Ach, und dann nehme ich hier das Ziffernblatt raus und tue das in die Küche rein, oder was? Okay, warte. Aber dann brauchen wir ja auch in der Küche das richtige Ziffernblatt. Ich habe die alle schon einmal getauscht, weil ich geistig behindert bin. Oh Gott. Alle Vogelhäuser haben bestimmte Zeiten, die du brauchst, glaube ich. Aber wir haben die alle schon einmal durchgetauscht. Was denn bei Guide? Jede Kuckucksuhr im Keller hat andere Uhren um sich herum, die sich nicht bewegen. Man muss also nur das passende Ziffernblatt finden und es mit der Uhr austauschen, die gerade... Das ist so simpel, aber ich bin einfach zu dumm. Okay, alles klar. Hier haben wir das Richtige. Okay, alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt hier die Uhrzeit 12:30 reinklatschen. Was haben wir hier? Nicht 12:30. 12:30 ist hier. So, hier haben wir 8:45. Das ist schon mal nicht die. Hier haben wir doch 8:45. Hier. Hier haben wir 8:45. Dann haben wir 5:15. Ist hier schon mal nicht. Okay, im Wohnzimmer haben wir jetzt alles, bis auf, was fehlt uns hier? 6:45. Wohnzimmer fehlt uns nur noch 6:45. Wir haben jetzt einstecken 4:45. Dann gehen wir erstmal in die Küche. Nach 6:45 suchst du jetzt quasi im Haus. Okay. Okay. Ach Mann, geh doch jetzt weg! Hurensohn, ich habe keine Lust mehr auf dich. Ah, 6:45 suchen wir, haben wir gesagt. Ja, das hier ist 7:45. Wir gehen gleich mal hier hinten noch in den Raum rein. Ach, weil hier das Schlimme ist, der Dude macht ja nicht mal was. Ich brauche eigentlich echt keine Angst haben. Ja, das hier sieht nach 6:45 aus. Chillig. Das ist unsere Uhr, die wir brauchen. Ich will nur nach Hause zu meiner Mama. Mich einfach in Ruhe. Geh von mir aus mit deinen scheiß toten Viechern spielen, aber lass mich in Ruhe. So. Dann haben wir jetzt hier 6:45. Scheiße, bist du hässlich! Danke, Heyho, ich weiß. Aber jetzt geht's trotzdem nicht auf.
Zeiger auf der 8 und großer Zeiger auf der 4 muss auch in das Vogelhaus neben der geschlossenen Tür. Da müssen zwei Uhren links drin sein am Ende. Na, Zeiger auf der 8 und großer Zeiger auf der 4 muss in das Vogelhaus neben der geschlossenen Tür. Okay. Zeiger auf der 8 und großer Zeiger auf der 4. Das ist der hier. Das ist, glaube ich, das sogar das Richtige. Geht trotzdem nicht auf. Aber das sind die richtigen. Oder muss ich die eventuell tauschen? Ist einfach. Zeiger auf der 8 und großer Zeiger auf der 4 muss ins Vogelhaus neben der geschlossenen Tür. Ja, bei der Treppe ist doch falsch, oder was? Nein. Sicher? Oh, stimmt. Der bei der Treppe ist falsch. Warum ist denn der falsch? Was habe ich denn hier versaut? Warte mal, wir brauchen. Kurz vor 8:45. Das ist ja der hier, oder? Der hier. Den brauchen wir. Der muss hier rein. Oh, oh, es geht. Ja, hier passiert was. Ja, ich mag das, wenn was passiert. Also eigentlich nicht, aber jetzt schon. Dankeschön, Leute. So ein genanntes Anti-Schreck-Training, das hat mir gar nichts gebracht, war ausgeschmissenes Geld. Also ganz ehrlich, ich bin, glaube, seit ich Horror-Streams spiele oder Horrorspiele spiele, bin ich nicht mehr ganz so schreckhaft. Ironisch, wie das klingt, aber habe ich so ein bisschen dran gewöhnt. Eh. Aber Tür geht trotzdem nicht auf. Warum? Was dein Problem? Wir können mit den Uhren auch nicht mehr interagieren. Gibt's irgendwas Cooles in unserem Buch? TikTok, danke. Wir können hier nichts mehr machen. Otto? Ach ja, stimmt. Mit der scheiß Kamera vergesse ich immer wieder. Okay, okay. Wir öffnen diese gruselige Tür. Und hier drinnen ist einfach nur eine Kackuhr. Diese hat wohl nie fertig geschaut. Er wurde nie fertiggestellt. Okay. Dann haben wir einen Haken. Kann ich mich hier aufhängen? Habe ich denn das Spiel gewonnen? Was hängen wir hier an den Haken? Die Uhr dann wahrscheinlich mit dem fertigen Zeiger. Gehe ich mal jetzt da. Oh, das hier. Nee. Das erinnert mich an das nächste Rätsel. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf Rätsel, ehrlich. Wir brauchen jetzt den Zeiger. Hi. Zweimal. Öffnen wir dafür jetzt den roten Tresor, maybe? Wir haben den Gewicht. Oder ein Klostein oder was auch immer das darstellen soll. Es hing auf jeden Fall im Klo. Die Kassetten sind kompletter Müll, das bringt uns gar nichts. Bolzenschneider ist nur für Schlösser, Fotos bringen uns nichts, Sprechstange bringen uns nichts. Also wir haben halt legit nichts, außer ein Klostein und eine fucking kaputte Uhr. Und irgend so einen Tollwütigen, der uns die ganze Nähe rennt. Ich glaube, heute gibt es keine Pokémoners mehr. Sina, jetzt mach dir doch nicht ins Hemd. Ich habe doch gerade erst angefangen mit Streamen. Ich habe gesagt, heute tun wir die ganzen Spiele zu Ende machen. Entspannt euch doch mal. Ganz locker durch die Hose atmen. Okay, warte. Öffne das Notizbuch. Muss eine Kombination oder sowas ähnliches sein. Boah, wo ist denn das? Ist das eine Waschmaschine? Was ist das? Ist das jemand von euch? Was soll denn das darstellen? Das ist ein Viereck mit einem Kreis, in dem Halbkreise sind. Sorry. Die ganze Zeit schon so ekligen Husten, ey.
Die Stimme hat es doch gerade gesagt. Echt, ich habe nicht zugehört. Das muss wohl eine Kombination sein. Also doch, der rote Safe. Oder wie? Und was hat eine Kombination? Mein Keuschheitsgürtel. Also ich gehe mal davon aus, wir gehen zu dem roten Safe. Eine Uhr. Was? Nein, das ist doch keine Uhr. Ja, das ist doch keine Uhr. Zählt mir doch keinen. Hört auf, mich zu trollen. Das ist ein Safe. Das soll ein Safe darstellen. Eins, zwei, drei Kombinationen. Ich verstehe den Sinn dahinter zwar noch nicht. Ach so, warte mal. Nee, ich hab's nicht geschnallt. Egal. Wir laufen erstmal zu dem Safe. Wobei, hey, ihr habt's kapiert. Ich nicht. Ja, der rote Safe. Du bist manchmal echt lost. Hey, das stimmt gar nicht. Ich habe ganz am Anfang gesagt, das ist bestimmt der rote Safe. Ich wusste das schon, bevor der das ins Buch gekritzelt hat. Macht mich jetzt mal nicht so schlecht. Und ich weiß, dass jetzt gleich dieser komische böse Mann kommt und deswegen gucke ich mit Absicht auf den Chat, damit ich mich nicht erschrecke. Er kommt halt nicht. So ein Wichser. So, 7 links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier wieder nach rechts. 2, 3, 4. Und 3 nach links. Hat nicht funktioniert, hey ho. Aaron, eigentlich müsstest du gerade einen Lost-Command bekommen, Alter, wenn du dreimal at Lost falsch schreibst. Sieben links, vier rechts, drei links. Glaube ich nicht. Warte mal. Warum ist bei der ersten Kombination, warum sind da Lücken? Eins, zwei, drei links. Verstehe ich das richtig? Drei nach links. Dann 1, 2, 3, 4, 7 nach rechts und 2 nach links. Also 3 links, 7 rechts, 2 links. Ich versuch's einfach. 3 links, 7 rechts. Und was habe ich gesagt? 2 links? Ich glaube. Oder waren es 3? Okay, geht beides nicht. Bei 7, 2. Ja, das habe ich aber gerade gemacht. Bei links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rechts. Und 2 dann links. Das war eigentlich... Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Warum sind dazwischen schwarze Lücken? Man könnte halt auch einfach die ersten drei markieren, dann hättest du auch drei Punkte, die nach links gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, so einfach ist das Rätsel nicht. 2, 7, 3, wieso 2? Achso, meinst du, dass man von der Mitte aus anfängt? 2 nach links, 3 nach rechts und 7 nach rechts und 3 nach links. Können wir versuchen, ja. Also 2 nach links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann wieder 3. Nee, das geht auch nicht. Vielleicht alle Striche nur, nicht nur die roten. Alle Striche, meinst du? Nee. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir können es machen, aber ich glaube fast nicht. Das wären ja dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Das wären 11 nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach rechts und 4 wieder nach links. Also 11 nach links. 7 nach rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 4 nach links. Nee, auch nicht. 3, 8, 4 oder 4, 8, 3. Also 3 nach links, dann 8. 8 und dann 4. Ja, das ist schon mal nicht. Hier, dann wieder 8 zurück. 8 und dann wieder 3. Oh, danke, Oma hat. Okay, warte mal. 4, 8, 3. Warte mal, jetzt will ich aber wissen, wie du drauf gekommen bist. Ich werde es zwar nie wieder brauchen. Wie bist du auf 4, 8, 3 gekommen? 4? Wo hast du die 8 her? In der Mitte sind doch noch 7. Hä?
Dieser Pfeil, den zählt man mit. Der scheiß Pfeil ist keine Wegrichtung, das zählt nochmal als Tick. Oh, ja. Wir waren gar nicht so dumm, wir haben einfach nur den Pfeil nirgendwo mitgezählt. Da kann ich mich erinnern, da hänge ich auch dran. Oh, wie assi. Ich dachte halt, der Pfeil zeigt einfach nur die Richtung an, ist deswegen rot markiert. Muss jetzt los zu Mutti was ausdrucken wegen BAföG. Viel Glück noch, ich komme wieder. Alles klar, Lea, dann beeil dich. Und vielleicht siehst du dann noch das Ende. Ich bin schlecht, also du hast ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt auch einen Schlüssel für Johnny. Ich trage bereits zu viel. Ach komm, nee. Kann ich hier irgendwas wegschmeißen? Oh, jetzt muss ich den ganzen Gang zurücklatschen, nur weil ich was wegschmeißen will. Nee, komm. Bitte, mach jetzt nicht diesen. Ach, ich doch. Mann, jetzt... Nee. Muss wieder an dem Dude vorbei und das nur, weil ich Zeug weglegen muss. Das ist so gemein. Kommt mir bestimmt gleich wieder entgegengewatschelt. Ich bin deine Mutter. Und dein Vater zugleich. Das ist halt einfach so gut an dem Game, ne? Du denkst die ganze Zeit, der Wichser kommt und er kommt halt nicht, Alter. Und er kommt genau dann, wenn du ihm wirklich nicht mehr damit rechnest. Es ist so ein Hurensohn. Jetzt, ich kann hier gerade einen kompletten Free-Spaziergang machen. Das ist doch lächerlich. Wo war das so? Hier. So, wir wollen was ablegen. Was legen wir denn ab? Im Klostein werden wir vielleicht hier die Kassetten. Die werden wir wohl bestimmt nicht mehr brauchen. Noch irgendwas davon? Ja, nee, Rest können wir, denke ich, behalten. So, jetzt laufen wir den ganzen schönen Weg wieder zurück, holen uns Lukas Schlüssel. Ich habe eine Ahnung, welcher Raum für Luca ist. Ist das der Raum hier in dem Gang? Ja, oder? Das ist der einzige Zuraum noch, kann das sein? Der hier, oder? Ich glaube. Ach nee, der hier ist auch zu, oder? Ja. Das sieht fast nach Luca aus. So. Dann haben wir Lukas Schlüssel.